Dieser Videovortrag basiert auf einem Artikel von Daniel Schütz, dem Chefredakteur des Portfolio-Journals, in dem er die von mir entwickelte Turtle-Investment-Strategie auf deutsche Aktien vorstellt und zeigt, dass man mit dieser Strategie seit 1995 eine jährliche Rendite von über 16% erzielen konnte. Doch am Anfang dieses Vortrages möchte ich Ihnen erstmal die legendären Turtle Trader näher bringen, Ihnen zeigen, welche Regeln sie verwendeten und dann Schritt für Schritt die Turtle Investment Strategie ableiten. Die Hauptrolle in der wahren Geschichte der legendären Turtle Trader spielt wohl Richard Dennis. Er war ein Rohstoffspekulant, der aus $400 geschätzte 200 Millionen gemacht hatte. Mit seinem Kollegen William Eckert ging er der Frage nach, ist Börsenerfolg Zufall, angeboren oder vielleicht doch erlernbar? In einem Experiment wollte er der Frage auf den Grund gehen. Darum schaltete er Ende 1983 mehrere Zeitungsanzeigen im Wall Street Journal und in der New York Times, in denen er Börsenneulinge suchte, die für ihn traden wollten. Und daraufhin meldeten sich rund 1000 Bewerber, aus denen er etwa 20 auswählte und sie innerhalb von zwei Gruppen schulte. Er zeigte ihnen die Grundlagen des Commodity Tradings und gab ihnen in einem zweiwöchigen Schulungskurs die Regeln, die sogenannten Turtle-Regeln. Danach bekam jeder seiner Studenten $1 Million, um damit zu handeln. Und der Erfolg gab ihm recht. Sie handelten 4,5 Jahre im Schnitt für ihn und erzielten knapp 80% Rendite pro Jahr. Damit war für Richard Dennis bewiesen, dass Börsenerfolg erlernbar ist. Und warum hießen die eigentlich Turtle Trader? Richard Dennis war kurz vorher in Singapur auf einer Schildkrötenfarm und machte den Ausspruch "We going to grow traders just say like they grow turtles in Singapore." Darum kamen die Turtle Trader zu ihren Namen. Und wer genauer wissen will, wie die Turtle Trader funktionieren, kann das Buch von Curtis Face lesen. Curtis Face war der jüngste Teilnehmer am Turtle-Programm und wohl auch der erfolgreichste. Nach gut 20 Jahren, wo die Geheimhaltungsfrist vorbei war, veröffentlichte er ein Buch mit den Original-Turtle-Regeln. Doch was hat die Turtle-Trader so erfolgreich gemacht? Das war nicht der Superindikator, den sie einsetzten. Der Indikator war relativ simpel und ich werde Ihnen den im Verlaufe meines Vortrags erklären. Vielmehr war es, dass sie ein vollständiges Handelssystem verwendeten. Ein vollständiges Handelssystem oder auch eine vollständige Investmentstrategie beantwortet im Voraus alle Fragen, die für ein erfolgreiches Handeln an der Börse erforderlich sind. Und das wären: Was kaufen, wann kaufen, wie viel kaufen und wann wieder verkaufen. Also, Sie müssen im Vorhinein das Anlageuniversum festgelegt haben, sich Gedanken über die Regeln für den Ein- und für den Ausstieg machen und wissen, wie groß Ihre Position werden soll. Nur wenn Sie diese Fragen alle beantworten können, haben Sie ein vollständiges Handelssystem. Die Turtle Trader handelten 30 liquide Future-Kontrakte auf Rohstoffe wie Kaffee, Kakao, Zucker, Baumwolle, Öl und Edelmetalle, aber sie handelten auch Future-Kontrakte auf Devisen, Aktienindizes und Anleihen. Für viele Anleger sind Future-Kontrakte eine Nummer zu groß, da man da auf Margin und quasi auf Kredit spekulieren musste. In unserer
Turtle-Aktienstrategie wollen wir daher die Turtle-Regeln auf ein Anlageuniversum anwenden, was aus 110 deutschen Aktien besteht, nämlich den Aktien des HDAXes. Der HDAX setzt sich aus den drei deutschen Indizes DAX, MDAX und TecDAX zusammen und bildet ein Anlageuniversum, was wir gut für diese Strategie einsetzen können. Natürlich verwenden wir die Zusammensetzung des HDAXes zur jeweiligen Zeit, sodass wir den Survivor Base ausschließen können. Richard Dennis war ein bekannter Trendfolger und verwendete den sogenannten Donkian Channel für den Ein- und Ausstieg bei seinen Turtle-Regeln. Richard Donkian entwickelte den Donkian Channel, der auch unter dem Namen 4-Wochen-Regel bekannt wurde. Bei der Turtle-Strategie 1 wurde die 4-Wochen-Regel umgesetzt, und zwar wurde zum 20-Tage-Hoch gekauft und für die Hälfte, also beim 10-Tage-Tief, wieder verkauft. Bei der zweiten, der etwas längerfristigen Turtle-Strategie, wurde beim 55-Tage-Hoch gekauft und beim 20-Tage-Tief wieder verkauft. Für unsere Investmentstrategie auf Turtle-Basis haben wir einen noch längerfristigen Ansatz gewählt, und zwar könnte man ihn als Einjahresregel bezeichnen. Wir steigen also beim 260-Tage-Hoch ein und beim 130-Tage-Tief wieder aus. Warum sind es nicht 360, sondern 260 Tage, da wir nur die Arbeitstage hier rechnen, da am Wochenende ja nicht gehandelt wird. Das Ganze möchte ich Ihnen in einen Chart verdeutlichen. Die grüne Linie stellt den 260-Tage-Hoch dar, der rollierend berechnet wird, und immer dann, wenn diese grüne Linie, also das 260-Tage-Hoch, erreicht wird, erfolgt der Einstieg. Umgekehrt ist die rote Linie der Ausstiegspunkt und repräsentiert das 130-Tage-Tief. Wenn das 130-Tage-Tief erreicht wird, ist es Zeit für den Ausstieg. Und man sieht recht gut, dass man hier einen sehr einfachen, trendfolgenden Ansatz gewählt hat, der große Trendphasen recht gut mitnimmt. Die Turtles verwendeten zur Berechnung der Positionsgröße einen Ansatz, der das Risiko gemessen an der durchschnittlichen Volatilität ins Verhältnis zu ihrem Anlagekapital setzte. Das war besonders wichtig, da sie Future-Kontrakte auf sehr unterschiedlichen Märkten einsetzten. Für unsere Turtle-Aktienstrategie verwenden wir jeweils 10% des Anlagekapitals und investieren in maximal 10 Aktien. Und erst im zweiten Schritt wird das konstante Risiko, was eine Idee in der Turtle-Strategie war, über einen Volatilitätsstopp integriert. Schauen wir uns nun an, ob sich die kurzfristige Turtle-Strategie auch auf den deutschen Aktienmarkt anwenden lässt. Wir kaufen also, wenn der Kurs einer Aktie das 20-Tage-Hoch überschreitet, und verkaufen die Aktie wieder, wenn das 10-Tage-Tief erreicht wird. Maximal investieren wir jeweils 10% in 10 Aktien, in maximal 10 Aktien aus dem HDAX. Und was kommt dabei raus? Wir sehen leider nicht sehr viel. Der DAX hat in dem gleichen Zeitraum eine Rendite von 8%, etwas über 8% pro Jahr gemacht, während unsere Strategie nur 0,3% Rendite erwirtschaftet hat. Also mit dieser kurzfristigen Turtle-Ansatz können wir keinen Blumentopf gewinnen. Daher versuchen wir einfach mal die etwas längerfristige Turtle-Strategie 2, wo wir bei dem 55-Tage hochkaufen und beim 20-Tage-Tief wieder aussteigen. Sonst bleiben alle Regeln identisch. Und nun sieht man, dass das Ergebnis schon etwas besser aussieht. Es ist immer noch keine wirklich tolle Strategie, aber wir sehen, dass wir schon eine gewisse Outperformance haben.
Und zwar erzielen wir in den Jahren, in denen wir dieses Handelssystem anwenden, eine jährliche Überrendite von 2,2%. Das heißt, der DAX hat 8,4% pro Jahr erwirtschaftet, unsere Strategie hat 10,6% erwirtschaftet. Und wir sehen auch, dass das Risiko gemessen am maximalen Drawdown mit 72% beim DAX und 51% bei unserer Turtle Strategie 2 etwas geringer ist. Aber auch das ist noch keine wirklich gute Strategie. Daher haben wir den Zeitraum nochmal verlängert und wir testen nun eine Turtle Strategie 3, die bei einem 260-Tage-Hoch einsteigt, also wenn ein neues Jahreshoch erreicht würde, und aussteigt, wenn ein Halbjahrestief erreicht wurde von 130 Tagen. Sonst bleiben auch hier wieder die Regeln unverändert. Das Ergebnis sieht schon deutlich besser aus. Wir sehen, dass wir immerhin schon eine Outperformance von 6% pro Jahr gegenüber dem Benchmark-Index erzielen konnten, also eine Rendite von über 14%, und auch der Drawdown ist ein ganz klein wenig zurückgegangen. Was wir hier noch sehen, dieser Ausreißer, der aussieht wie ein Datenfehler, ist auf die VW-Aktie zurückzuführen. Damals war eben noch die VW-Stammaktie im DAX. Und da wir mit einem Survivor-Base-freien Anlageuniversum testen, also das heißt mit den jeweiligen Aktien, die auch zum jeweiligen Zeitpunkt im DAX oder im HDAX enthalten waren, ist eben dieser Peak zu sehen. Und das macht deutlich, dass wir hier mit einem richtigen Anlageuniversum getestet haben. Und in dem nächsten Schritt wollen wir diese Strategie noch etwas verbessern. Und zwar wollen wir den Grundgedanken des konstanten Risikos mit in die Strategie integrieren und haben hier in dieser Strategie noch einen Wohlerstopp hinzugefügt. Und zwar einen nachgezogenen sogenannten Trailing-Stopp, der auf Basis der 260-Tage-Standardabweichung berechnet wird, und diese Standardabweichung wird dann verdoppelt. Und auch hier möchte ich Ihnen wieder die Ergebnisse präsentieren. Man sieht schon, dass die Kapitalkurve der Strategie deutlich gerader geworden ist, was sich immer sehr positiv auf das Ergebnis auswirkt, weil dann haben wir weniger Risiko und mehr Rendite. Die Outperformance beträgt mittlerweile schon über 8% pro Jahr. Aus 50.000 Euro im Jahr 1995 hätten wir bis heute 1,6 Millionen gemacht. Das entspricht einer Rendite von über 16%. Und auch der maximale Drawdown, also der Rückgang von einem einmal erreichten Höchststand, wurde damit deutlich reduziert. 27% sind immer noch nicht ohne, aber für so eine einfache Strategie mit einer schönen Rendite ist das einigermaßen tragbar. Und wenn Ihnen dieser Vortrag gefallen hat, dann abonnieren Sie meinen Kanal und schauen Sie weitere Beiträge über Börsenstrategien. Und natürlich geben Sie mir einen Daumen hoch. Und zum Schluss, wie immer nochmal der Risikohinweis: Möge die Wahrscheinlichkeit mit Ihnen sein. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.